Taktam, 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 hallo, huhu. Hallo. Hi. Ui. Ui. Hallo, kann man mich hören? Huckelu. Da hat einer gute Laune. Eigentlich hasse ich das Geräusch. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Was machen Sachen? Was geht, was geht, was geht? Wie ist der Dude, Herr Da Vinci? Wie ist es Ihnen? Entschuldigung. Ist mir immer noch zu laut. Voll schwer, immer Musik zu regeln, ohne Regler. Immer mit Maus klicken, ja. Klicken, klicken. Auch. Schau so einen merkwürdigen Stream und du so, dann geh doch. Geh doch. Bist eh miese Peter. Du Stalker. Weil weißt du, wann ich aufstehe, Junge? Hi, wie geht's? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin überfordert. Nicht. Geh doch offline, ist Feiertag. Nö, ich streame auch an Feiertagen. Oder soll ich dodgen? Soll ich wieder gehen? Dann geh ich, du hast zwei Pommes. Unicorn ist miese Peter, ich nicht, doch du auch. Du Ärgerer. Heute ist Welcome to the Jungle, Alter. Wir müssen überleben auf der Insel. Ich hoffe, dass Juri heute kommt, sonst sind wir am Arsch. Weil darüber schwimmen können wir nicht. Doch, könnten wir schon, aber da gibt's klientseitig Haie. Bin gerade zocken. Was haben Sie heute gemacht? Ganz lange geschlafen und gegessen. Sonst bisher nix. Probleme mit dem Rauschen gelöst bekommen? Achso, vom Lucky? Nö. Der hat heute einen neuen Schreibtisch und so aufgebaut und hat da irgendwann mit der Elektronik verkackt. Das macht er morgen. Ich hab dem nur gesagt, was er machen kann, um das wegzubekommen. Nach einem MJ-Album machen nur in 3 Stunden, kommst zum Abschied wieder. Meinst du, das macht keinen Unterschied, Oma? Hannefan, Dankeschön für den Resub im 36. Monat und hi. Und Dice, Dankeschön für den Prime im 8. Und Recliff, Dankeschön für den Resub im 24. Monat. Und Kaservus, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen in der Hut. Und Tausi, danke für den Resub im 14. Und Merat Abi, Dankeschön für den Resub im 7. Und Tajikso, danke für den Prime im 24. Und Kinsey TV, Dankeschön für den Prime ebenfalls im 24. Ja, pennen doch eh alle. Hier pennen doch alle. Eingeschmutzt wollte ich ja noch ein Lied abspielen. Aber ich dachte mir, scheiß drauf. Pennen doch eh, Oma. Oh, Raupi, hallo. Hallo, Mr. Pony. Und hallo, Kerem. Was geht? Nix. Nickes. Nix geht. Wieder ein blauer Name. Toscani, hallo. Und Justin, hallo. Und Ali, merhaba. Assalamu alaikum, Ali. Was geht, Bruder? Einen guten alle zusammen. Was geht, Walim? Danke dir auch. Morgen ist Ostern, ne? Morgen Ostern. Dankeschön, Tyrone. Sorglos mit blauem Name. Was wehtut den Auge. Toshi und Mr. Game Ass. Nein, Ass. Und No Name und Zack, Lina, hallo. Lars, hallo. Alpino, Schattenwolf, hallo. Hallo, Goldi. Hallo, Luca Schöbel. Ist das dein richtiger Name? Benutze nicht als Twitch-Name, Bruder. Mach das nicht. Such dir einen coolen Pseudonym aus, so. XXX Dark Shadow Killer Arthas XXX. Irgendwie so. Too Strong Deluxe, hallo Hagi, Ultras, hallo, Karim hatten wir schon, Dana ist auch da, hallo, Mr. Roland, guten Abend, Zirago, Bucky, Lord Purzelbaum, Dice, Pyro, hallo, Pascal Tenso, moin moin, Raupi hatten wir, Hanna, hallo, da kann der Luca Schöbel nur lachen, OXXO, moin, was geht, Daniro, hallo, XXXMe, Dankeschön für den Resub im 27. Monat und Saftschubse, Dankeschön für den Resub im 7.
Ich ziehe gerade bei Guild Wars 2 einen Waldwurf. Habe ich auch gemacht, Ranger. Ich habe sogar gewechselt von Guardian auf Ranger. The Art of War, hallo. Lukas, hallo, moin. Wir können es eigentlich auch mal wieder gespielt, sorry, wenn die Frage schon aufkam. Erstmal nicht, ne, weil auf Unity ist Gang EP tot, tot. Also wirklich tot, 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 tot. Mehr als tot. Hat nicht mal einen Grabstein, Junge. Wirklich. Was soll ich denn auspacken? Was soll ich mit dem Charakter machen? Außerdem spielen wir im Prinzip ja Curtis, nur ein bisschen anders. Und ohne Crime. Hype ist vorbei, der hat nichts mehr. Ach, der Hype ist schon lange vorbei, Bruder. Alter. Der Charakter ist einfach auf jeden Fall auf Unity tot. Zoab, guten Abend. Sauerländer, guten Abend. Feierossi, guten Abend. Maximoto, guten Abend. Ich bin so müde, zum Glück ist dem Curtis live wie jetzt. Geh doch schlafen, Bruder. Hannes, guten Abend, Kölsch. Hausi küssen. Hausi, du musst aufschreiben, ne? Denk dran. Im Kreis stehen, ja, Da Vinci. Das ist doch das Einzige, was du machen kannst. Und Dieter und Pascal Tenso, Kölsch ist ein Dick, ja, eigentlich schon. Mehr ist das nicht, ja, da hast du recht. Halt ohne Crime, ohne Überfallen, irgendwie Gangpommes oder so, ne? Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich Curtis selber bin. Ich spiele mich selber. Ich bin schlechter Bela. Das sind halt die gleichen Witze und das bin ja einfach ich. Ja, passt auf, Pina ist ein dicker Spinner mit langem Voice und Curtis spinnt nur so rum. Richtig. Aber ist ja mir überlassen, was ich da mache, wie ich das mache. Ne? Es gibt auch andere RPler, die zocken jeden zweiten Tag einen neuen Charakter. Und andere wiederum, die zocken immer den gleichen. Ist halt einfach so. Carlo, guten Abend. Master King, hallo. Recruit, hallo. Tiger, hallo. Aragorn, hallo. Guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Würdest du Curtis auch auf einem anderen Server ohne die ganze Crew spielen? Das ist eine gute Frage. Klar, warum nicht? Aber ich habe nicht vor, den Server zu verlassen, so. Außer es ergibt für mich irgendwann absolut null Sinn mehr. Weil man wahrscheinlich schon alles gesehen hat und jeden und alles, Gott und die Welt erkennt und vielleicht nichts Neues kommt oder so. Feature-mäßig oder irgendwie sowas. Heute Inselkunden, ja. Nö, 31er, was laberst du? Spielst du nicht mehr mit deiner alten Crew? Die sind woanders unterwegs, tatsächlich. Die haben sich ein bisschen gesplittet. Die einen spielen irgendwo Cop-RP. Die anderen sind sogar Medics irgendwo. Und der ganze Rest steht irgendwo auf einem Feld rum. Da ist keiner mehr auf Unity. Tja, gleich gibt's Brettchen. Was geht, Kürtis? Ich hoffe, dass ich kein Brettchen kriege. Hallo, so little mighty. Heute Insel Kunden. Nee. Was machen Juri und du eigentlich auf Unity? Mapping, oder? Juri macht Dings. Dieses ganze MMO-Gedöns und Mapping und was weiß ich. Und ich bin Advisor. Sowas wie Projektberatungsdings. Und eigentlich wollte ich mitarbeiten an bestimmten Sachen, die ich nicht nenne. Aber da kriege ich keine Rückantwort von demjenigen, der mit mir da zusammen machen wollte. Ist ein bisschen momentan ist ein bisschen schwierig. Auch mit Zeit und so. Wo soll ich die Zeit hernehmen? Aber wo ich helfen kann, helfe ich. Was ist das denn für ein Lied, Alter? Gestern wurde doch kaum Tinkerpäckchen vergeben, das stimmt nicht. Was hat das eigentlich mit diesem Apokalypse-Server auf sich? Weiß da jemand mehr von Josie, den? Hab ich so Dings gesehen, Videos. Aber ich habe Ranzratte und so ein bisschen zugeguckt und auch Coco. Weiß nicht, sieht für mich langweilig aus. Immer wenn ich da reingeguckt habe, waren die Leute irgendwie Mülltonnen am Durchsuchen und das war's. Als was wird die Insel im MP ausgespielt? Urlaubsziel? Nee, das ist die private Insel von Muri und so. Das wird als Ausland auf jeden Fall ausgespielt und keine Ahnung, was noch. Da musst du Juri fragen, wenn der streamt. Ich weiß nicht, krieg auch nicht mal das mit. Hallo Chip. Hallo Blabla. Wer ist noch da? Killforce, guten Abend. Grüße, Hochleistungschiller. Ja, da habe ich das auch gesehen. Wusste gar nicht, dass sowas am Start ist. Das ist halt 5M, ne?
Alternate hatte ja damals auch so dieses Mad Max RP-Server-Dings vor oder geplant, was dann, soweit ich weiß, nicht funktioniert hat wegen dem Sync of Range und Zombies und so Scheiß. Musste man einen eigenen Sync schreiben, was viel zu viel Aufwand. Sondern hatte DeathGrip dann auch mal versucht, so einen Zombie-Server auch auf Rage zu machen. Der hat das sogar hinbekommen mit dem Sync und Zombies und so. Da war ich sogar damals auf dem Testserver. Hab mir das da angeguckt, aber da wurde auch nie was draus. Urlaub im Urlaub, genau. Das ist halt so Survival-RP in GTA. In meinen Augen gibt es da bessere Alternativen, als das in GTA zu spielen. Zum Beispiel Daisy. Genau, Da Vinci Daisy. Aber wenn ich so drüber nachdenke, Peanut ist eigentlich. Ist für euch Peanut wie Curtis? Da gibt es auch schon ein paar richtig krasse Unterschiede. Was geht, Eisen? Was geht, Younes? Gar nicht, ja, nee. Nee, ja, ab und zu. Ja, ab und zu muss ich ehrlich gestehen, kommt da raus. Das ist auch wirklich schwer, sich daran zu gewöhnen, wenn man das jahrelang hat. Ja, doch, eigentlich schon. Oder sagen wir mal, nicht Peanut ist wie Curtis, sondern Peanut ist, wie ich selber auch bin. Und Curtis ist auch so, wie ich bin. So ein Mittelding. Ab und zu kommt der Curtis raus, wie damals bei Cody, stimmt. Bist ja nur mit mir Freiheiten. Ja, manchmal kickt das bei mir im Kopf, ne? Es gibt so einige Sachen, die ich im Kopf hatte, an die ich mich strikt halte, und das ist zum Beispiel das mit dem illegalen Zeug oder so. Und dass ich Angst habe vor diesen ganzen Gangstern. Naja, Bruder, Curtis hat so richtig Story und Pina, das ist halt ein bisschen anders, weißt du, wie ich meine. Ihr fandet wirklich, dass Curtis oder der Park auf Unity richtige Stories hatte? Also wirklich jetzt? Hallo Fallout, guten Abend. Und hallo Maze. Jetzt mal wirklich ernsthaft. Fandet ihr, Junkie Park hatte richtige Stories? Ich finde nicht. Absolut nicht. Da waren immer so Ansätze, aber das hat nie zu irgendwas gebracht. Ja, bei 719, das war. Aber nee, geht auch so. Doch. 719 schon, aber ich rede da jetzt nur von Unity, der DP. Hallo, Fauli. Und Lukas, danke für den Prime im 19. Space Pirate. Dankeschön für den Resub im 46. Und NoName, danke für den Prime im 9. Ich schaue dir erst seit Peanut. Ich mag diese Möchtegern-Gangster nicht. Ja, wenn ich das aus anderen Dings betrachte, dann sehe ich, dann sehe ich das oder merke das selber, was andere meinten. Dieses, ne? Grundlose, so. Ich meine, ich bin mit Peanut ja auch aggressiv und auch frech, Alter. Aber dieses grundlose Aufspielen, so. Wie die eine vor dem alten PD und so, weißt du, was ich meine? Ballern im Kreis stehen und zumachen. Kappa. Aber da könntest du das Kappa eigentlich weglassen. Weil du, mit dem, was du schreibst, hast du recht. Kann mich kaum eine wirklich erinnern und bin jeden Tag da. Gab es nicht. So, scheiß mal drauf, wer daran Schuld hat, so. Aber ich finde, es gab keine. Keine großartigen. Am Anfang mit dem Kiez vielleicht ein bisschen so, aber sonst gab es nichts. Der Park war mehr durchgewürfelt als alles andere. Halt immer Gang-LP und Crash stehen, stimmt. Ja, aber ist doch besser, dass ich das nicht mehr mache. Also ich finde das sehr befreiend und schön. Und steht mit Peanut und so, Twinkie, der ganzen Gruppe, steht alles offen, Alter. Keine Ahnung, wo wir am Ende landen werden. Voll gut, voll befreiend. Vor allem lernst du immer neue Leute kennen. Oder hast die Möglichkeit, allein neue Leute kennenzulernen. Ist halt vielleicht ein bisschen langweiliger, weniger Action. Dafür lustiger, aber auch mehr Freiheiten. Es ist halt Crime RP in 2021, das stimmt. Ist aber trotzdem schade für den Server, dass es keine Chance mehr auf gutes Gang RP gibt. Aber das Problem hat jeder Server. Wo gibt es gutes Gang RP? Also erstmal muss man Gang RP definieren, ne? Da gibt es ja einmal die Fraktion, die sagt, ja, wie YBN, so, wir spielen richtig hardcore-mäßig mit. Yo, it's Cracking Neighbor und so ein Shit. So ein bisschen authentischeres. Und dann gibt es dieses deutsche Gang-RP.
So, wir machen Mauer und Push von rechts. Mit Peanut hast du alles richtig gemacht, zur richtigen Zeit, finde ich auch. Peanut als Cop. Gefällt mir momentan super gut, das RP macht richtig gute Laune. Ich will negative Sachen hören, Chat. Peanut ist lustig, ja. Hallo Edel und Dankeschön für den Boost am 35. Ich will negative Sachen lesen. Egal ob Junkie Pack oder Peanut, Curtis muss kämpfen lernen. Das wirst du vergessen können. Peanut ist wie du, übel funny, aber wenn ich eine Ampel ist, dann gib es Brett. Und er versucht, ein Guter zu sein. Du kannst dich mit Peanut einfach entfalten. Wenn da noch andere mitmachen, dann wird es umso lustiger. Naja, ich würde kein Brett verteilen. Ich würde, wenn, die Waffe benutzen, um mich selbst zu verteidigen oder so. Gegen RP ist tot, aber da kommt. Boah, du hättest wohl, Alter. Aber hast recht, Bruder. Ja, allgemein sage ich persönlich, habe ich nicht mehr so Bock auf RP irgendwie. Geht das jemand genauso? Wie meinst du, zuzugucken oder spielst du selber? Negativ, du zockst kein Mario Kart. Ich würde auch durchdrehen. Peanut muss nicht kämpfen lernen, Peanut überrollt. Nee, ich will gar kein Kämpfen lernen. Wäre ich dahinter, hätte ich mir schon längst Privatstunden irgendwo genommen, Alter. Ist mir egal, ob ich verliere. Allein schon mit Pinsel die ganzen Sachen, da hast du auch einen gefunden, ey. Tja. Negativ, du bist so viel mit Pinsel. Findest du das echt negativ? Ich sehe das so, so Twinkie ist im EP meine Frau und Pinsel ist unser bestester Freund. Und wie das auch im echten Leben ist, will ich so viel Zeit wie möglich mit meinem besten Freund verbringen. Der ist mein Freund. Aber so, also, ich habe keinen Bock mehr für EP zocken, aber zugucken, klar, so. Ich finde auch Opa Willi geil, auf den kann man sich immer verlassen, das stimmt allerdings. Opa Willi ist auch wie unser Papa so, der versucht uns immer zurückzuhalten. So, wenn wir irgendwie eine Scheiße geplant haben oder irgendwas Dummes machen, selbst wenn wir nur ganz schnell durch die Stadt fahren oder so, der ist immer derjenige, der sagt, ja, pass auf, und der gibt immer guten Rat, so, das ist unser Papa, Alter. Mehr Liebe, ich will mehr, halt die Klappe. Hör auf hier zu snipen, Junge. Wir bringen dich heute eh um, weil wir nichts zu essen finden. Aber du bist manchmal voll gemein zum Pinsel. Ja, aber das ist der Charakter. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme mit Twinkie aus Arizona so, wir kommen vom Land, wir sind voll die Landeier, wir kommen in die Stadt, wir werden erschlagen von neuen Sachen. Wir fangen so langsam an, über die Tage zu merken, wie das in der Stadt läuft und das ist da gefährlich und da gefährlich. Natürlich verändert sich der Charakter auch, ne? Und passt sich irgendwo ein bisschen so dem Stadtleben dann an. Aber im Grunde, im Großen und Ganzen, tief im Herzen, ist Peanut so voll der Liebe. Zumindest versuche ich das so rüberzubringen. Guck mal, wenn Pinsel zum Beispiel die Knarre gezogen hat, sage ich immer so, hör auf damit und so, weil ich voll Angst habe, weil der Charakter richtig Angst hat. Mehr Einzelfahrt mit dem Taxi, nicht immer Bus bauen und wenn dann auch Geld von denen nehmen. Ja, Kampf und aber das ergibt sich so. Unity ist halt irgendwie zwiegespalten. Du hast diese Hardcore-Verwaltungsdings, du hast viel Dulli-AP und zwischen den Daily Geiselnahmen und Geballer, während die Cops mit sich selbst beschäftigt sind. Hallo Peter Klause. Ich weiß nicht, aber irgendwie hat Pin seinen großen Einfluss. Ich weiß aber nicht, ob positiv oder negativ. Naja, der lebt halt schon die ganze Zeit in der Stadt, ne? Der erklärt uns halt quasi das Game da. Oder bringt uns auf dumme Gedanken. Manchmal bin ich aber auch der schlechte Einfluss, sehe das mit dem Dings, mit dem Glücksspiel zum Beispiel. Da habe ich ja eigentlich den Pinsel überredet, komm, kauf auch zwei Tickets. So viel random Stuff, was man im Kreis niemals erlebt hätte, true. Hallo Cordia. Und BVB, Micha, Dankeschön für den Restart im 21. Monat. Meine Freunde, ihr denken sich doch auch manchmal, das ist normal unter Freunden, ihr Deppen. Stimmt auch. Ich meine da nicht böse, nicht dann sagt zum Pinsel. Außer wenn es um Essen geht, dann ist Peanut nicht mehr lieb. Ja, oder wenn Twinkie mich anschreit. Hallo M. Hoof. Könntest du ja Punity Weightless reingeschissen, glaubst du, es lohnt sich nur zu versuchen, klar. Lest dir die Sachen genauer durch.
Genau, Pinsel hat für dich gelogen und alles schlimmer gemacht. Ich habe so gelacht bei der Zimmer, Junge, du bist ein Trottel, ne? Ich sehe ja auch Familie Smalls und Pinsel irgendeine Firma aufmachen. Das ist halt das Gute, man weiß nicht, wo wir landen. Keine Ahnung, wo wir landen. Kann alles passieren, kann passieren, dass Pinsel irgendwann kommt und sagt, jo, wartet mal hier und der geht einen Shop überfallen und wir landen im Knast, weil wir da mitgezogen werden. Allein gestern schon, mit dem Falschparken, dass wir nicht fliegen durften zuerst. Junge, das war schon wieder die größte Lachnummer, Alter. Was benutzt Peanut für ein Shampoo? Der benutzt gar kein Shampoo. Wird das nicht irgendwann auch darauf dasselbe sein und auch mit selben Leuten, dann steht doch später nur derselbe Quatsch und nichts Neues. Oder hast du da andere Pläne und weiter Sachen geplant? Boah, was, Alter? Kampf und was? Du meinst, weil ich jetzt mit Dings abhänge, mit Pinsel die ganze Zeit? Nein, das wird niemals so wie Gang-EP. Weil wir nicht im Kreis stehen, sondern weil wir immer irgendwas erleben und immer neue Leute kennenlernen. Das kann, was ist das für ein Lied, Junge? Das kann niemals so. Na klar, ist das irgendwann ist immer irgendwas ausgelutscht. Das stimmt schon. Aber es wird niemals so wie Dings. Niemals so wie dieses Gang-EP. Niemals. Ne, die haben abgelehnt, weil ich meinen Charakter nicht gut beschrieben habe. Wer dann beschreibt den besser? Allein durch den Job ist der gezwungen, mit anderen Leuten EP zu machen. Ja, alles, Mann. Wusstest du, das Knister, dachte ich, ist der Twinkie? Der ist noch ein Lösti. Ich muss sagen, ich habe selten so viel gelacht, als wie mit Peanut, Junge. Ich hatte mehr Verbauchschmerzen des Todes. Einfach nur 12 von 10 AP. Danke. Stell dir vor, du willst im Real-Life wegfliegen und dann Zollkontrolle wird dir gesagt, du kannst nicht ausreisen. Du hast 2 Strafzettel wegen Falschparken. Ja. Das Problem ist auch, dass der gestern gelogen hat im RP, ne? Und wenn du den Charakter durchziehst, dann hat das schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass du von einem Polizeibeamten verarscht und belogen wirst, ne? Die Sache mit der Rohrzange. Dass er dir auf der Insel jemanden dafür gibt und so. Er hat einfach gelogen, weil er nicht wusste, was er sagen soll. Das fand ich ein bisschen so bitter. Muss ich echt sagen. Dadurch, dass Pinsel so ein Flunker ist, kann auch im RP alles Mögliche passieren. Finde ich auch. Ich glaube, der wird uns auch noch richtig in eine Scheiße reinhauen. Hau rein, Pinsel. Du bist gleich auf der Insel, natürlich dich. Du könntest sagen, einmal bitte Hukulu. Meine Tochter wird das einmal hören. Hukulu! Er dachte, ich würde EP zocken. Du zockst aber keine EP. Komm, tauch ja nicht in diese Welt ab. Niemals in meinem ganzen Leben. Peanut und Co. haben tausendfach mehr Möglichkeiten erinnern. Mehr zu erleben und deren Story kann sich halt nur so krass entwickeln. Die Stimme für neue Zuschauer vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber das EP ist wirklich gut. Da mit der Stimme gebe ich dir recht. Aber man muss sich da trauen. Außerdem ist das ja auch nichts Ungewöhnliches, mit Stimmenverzerrer im EP rumzurennen. Nur, dass 99% der Leute, die einen Stimmenverzerrer benutzen, sich keine hellere Stimme geben, sondern eine dunklere für den Cringe im Gang-EP, Alter. Ja, was geht, Alter? Damit die vielleicht ein bisschen männlicher klingen, weil sie so kein Testosteron haben. Anscheinend. Also, das ist nichts Neues im EP. Selbst im Park gab es einen, ne? Grüße gehen an Aiden, der im EP seine Stimme dunkler gemacht hat, Alter. Na, ich glaube, Büchse verstellt ihn noch. Duftkerze und dann gehen wir schon rein, ey. Ja, im Prinzip so wie Jifke gerade mit seinem neuen Charakter. Wird Peanut in naher Zukunft eine Beziehung eingehen? Edel, der Charakter ist verheiratet. Manche verstellen ihre Stimme aber auch, damit es authentischer klingt im Gang-EP. Also willst du mir sagen, dass jeder Gangster eine richtig dunkle Stimme hat und ein ganz mieser G ist? Weil ist doch nicht so. Willst du mir sagen, dass der Rapper, den wir hier gerade hören, eine dunkle Stimme hat? Und ich wette, der ist mehr Gangster als die ganze Szene. Im RP. Weißt du, was ich meine? Deswegen frage ich ja. Mann, Edel, Alter, du willst doch nur wieder reintrauen. Vielleicht irgendwann mal einen Kopfschirm mit normaler Stimme? Könnte man machen irgendwann. Wann wird Peanut spielsüchtig, trennt sich von Twinkie und lebt mit Pinsel unter der Brücke? Soon, Alter. Oh, oh. Hallo, Rupi.
Und Theatro Live, Dankeschön für den Prime im vierten Monat. Vor 4 Minuten. War das jetzt schon wieder Game Crash beim Einloggen? Also machen wir jetzt schon mal. Okay. Das mit der Stimme ist auch ein, für den Vorzeigegangster gibt es auch reale Gangster mit Mickey Mouse Stimme. Aber das, was Zitrone schreibt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das viele machen. So die Stimme verstellen, damit die unterscheiden können. Oder halt gut trennen können zwischen Game-Menschen und außerhalb vom Game. Denn Denver noch als Onkel, noch von Peanut wäre was. Ja, aber ich kann den nicht OC rekrutieren und sagen, yo, mach mal. Das muss Denver für sich selbst entscheiden. Und wie ich gestern schon gesagt habe, der ist einmal die Woche da, der hat auch zu viel Real Life momentan. Der zockt eh nicht viel, genau wie Lucky. Ich finde, die Stimme ist gut getroffen mit Peanut. Kann mir gar keine Wangler mehr bei ihm vorstellen. Bin all in auf ja, kannst du Alter 4 drücken? Nee. Ach stimmt, wir sind ja auf der Insel, boah, das kann gut sein, dass das crasht, ne? Was für ein Stimmverzerrer nutzt du? Einfach Clownfisch, ganz normaler Standard-Dings. Kann bei Unity noch ein Zweitscher machen? Klar kannst du das, Edel. Du musst nur Dings erklären, dem Teamspeak, wenn du das machen willst. Was ich bei Büchse nicht checke, ist, er verstellt seine Stimme in Büchse-Schau, macht 9-Schau wie du in Dick und sein Stimmverzerrer, aber mit Büchse-Stimme. Ja. Ist halt ihm selbst überlassen, was er macht, ne? Wenn er meint, das passt so am besten, dann ist das halt so. Immer, immer. Black Death. Peanut wird nass im Hintergrund. Egal. Der kann das ab. Wir gehen jetzt eh in die Pommes. Oma, du sollst doch nicht wetten. So, du jetzt die Klappe. Viewdier Sound, Raja MP. Servus, Tweety. $75,000 für Crash. Ihr werdet eh alle verlieren. Aber obwohl, ich weiß es nicht, auf der Insel, ihr könnte es schwierig werden. Kann sein, dass er da crasht. So, nehmt euch schnell Tinkepäckchen vom Schlafen gehen. Hä, was ist das? Okay. Zählt die DDoS auch? Glaub's aber selber nicht. Hallo Bretter Joe. Hallo, die gerade eingeschaltet haben. Hallo Juri. Ich mach schon mal hier.